Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ah, da mal wieder mal eine Zwischenfolge einfügen, ne? Forever Skies. Ich wollte eigentlich offline ein paar Sachen farmen im Undertast, aber es ist ein Update gekommen. Und es gibt ein neues Gerät. Das, was ich mir gerade mache, ich zeige es euch, ja. Und ich sehe da links meine Temperatur, meine Körpertemperatur ist noch abgesenkt, ja, für eine gewisse Zeit. Ich gehe runter und zeige euch, wo ich den gefunden habe. Printing completed. So, jetzt muss ich natürlich schauen, ich glaube, da ist das, gell? Ja, der Reparaturwerfer. Damit kann man auch irgendwas kennen oder so in der Art. Ich stehe, oder zerlegen, seht ihr, mein mobiler Zerleger ist weg, den hat er jetzt genommen. Printing completed. So, Was? Damit repariere ich jetzt. Okay, 2. Ich brauche aber natürlich dieser. Oh, das ist aber nicht billig. Mechanische Teile, Plastikmüll, Hammer und Glas. Mechanische Teile und Glas. Da haben wir die Teile. Mechanische und Glas. Da machen wir sie gleich ein paar. So ein bisschen was auf Lager haben. Ausschauen, was das wäre ideal gewesen, wenn das wenigstens aus dem Material gemacht wird, wie die Flicken, die wir hatten, haben. Nach wie vor, mit denen kann man nach wie vor auch noch das Schiff reparieren. Damit soll es besser und schneller gehen. Ups, okay, ich wusste nicht, dass ich da gleich so viele mache. So, gibt's da Reload? Natürlich. Na, sehr gut. Okay, stopfen wir es da rein. Egal, ich räume das später weg, sonst geht das mit der Zeit vielleicht nicht aus. Ich zeige euch, wo das ist. Der Gerät. Dann können wir auch gleich probieren, wie es mit dem zerlegen ist, ob der Vorgang schneller geht. So, da mal kurz runtergeschaut und ins Studienmenü. Undertast, die Blockade. Ich muss das auf Englisch umstellen. Und die Sauerstoffnachfüllstation habe ich noch nicht gefunden. Die Gottlose, die habe ich ja. Das Tier habe ich ja. Und dem Ding. Was ist denn das für ein Käse? Warum geht denn das nicht? Mist. So, wo bin ich gegangen? Sekunde schnell. Ich gehe nochmal schnell atmen. Und zwar links. Links. Na, stimmt. Weiter links. Also links zurück.
Und dann rechts. Genau. Also links zurück, die Kurve darüber. Wir haben unseren Schutz noch, das heißt, wir können rein. So, da ist die Leiter und da geht es weiter. So, da bekommen wir Pfeile, sehr nice. Dadurch, da kann man noch ein bisschen was abgraben. Darauf, da muss man was mit dem Wetter zweimal wegmachen. Da liegt eine Packung, da liegt eine Packung und da liegt der, wo das Licht ist, liegt das Gerät. Na, da habe ich sogar noch eine Packung übersehen. Siehst du, das ist 1 von 100. Wow, okay, es ist auf jeden Fall günstiger, aber ich kann damit nichts zerlegen. Ach so. Probieren wir es nochmal. Wächst das nach? Das habe ich doch vorhin schon. Okay, ich beschwere mich nicht. Geholt, ne? So, jetzt was zu zerlegen. Wäre nice. So die Treppe runter. Also Treppe, die Leiter natürlich, ne? Orientieren und muss feststellen, da bin ich falsch, oder? Dadurch. So, man kann überall noch ein bisschen einsammeln. Aber ich gehe jetzt wieder. Wir schauen im nächsten an, der Tast. Wir sind im Tunnel, weißt du, und das verstehe ich ja nicht. Komm, ich habe ja das. Achso, der meint einen anderen Tunnel, gell? Da geht's doch weiter. Scherz, oder? Verstehe nicht. Das ist doch dasselbe, oder? Ja. Ein extra Weg oder dergleichen nichts. Da kann man noch mal atmen. Da kann man auch noch rein. Ja, wenn ich das aufmachen könnte, jetzt gehe ich noch mal zurück und mach mir das Werkzeug noch mal. Entweder verstehe ich da was nicht. Ich habe ja auch keine Ladung dabei, wahrscheinlich weil ich es abgelegt habe. Ich schätze mal, weil ich es abgelegt habe. Wir werden das jetzt einfach probieren. Ansonsten würde ich sagen, macht das keinen Sinn dann, ne? Ja, die Animation okay, aber er ladet natürlich nicht, ist ja nichts da. Was ist denn da? Ah, das kriegt man. Oh ja. Jeden Tag schaue ich in den Himmel. Ich zähle die Sterne und hoffe, dass ich einen mehr als sonst sehe. Sie müssen da sein. Ich entscheide mich dafür, daran zu glauben. Naja, dann glauben wir dran. Nicht alles ist verloren. Eines Tages werde ich etwas sehen. Dass eine Raumstation sein könnte, die die Erde umkreist. Dann habe ich den Beweis, dass wir noch einen Grund zur Hoffnung haben. Das ist alles, was ich brauche. Na ja, das ist schon okay.
Ja, es ist ja Content dazugekommen. Irgendwie. Die ist da, da können wir jetzt umwechseln. Ja, von mir aus, Glas war mir lieber, aber wir haben schon so viel Synthetisches, dass da ist, dass wir Gefahr laufen, das gar nicht mehr unterzubringen. Ne? Die sind voll, das kann man noch befüllen. Wir gehen ja sicher noch mal runter. Haben wir noch? Ja, einen. Brauchen wir synthetisches. Synthetike. Wasser. Wo habe ich denn das hingepackt? Ein 100er Stapel. So, dann jetzt laden wir nochmal nach. Das habe ich doch vorhin auch gemacht. Warum war die Ladung weg? Jetzt sind 100 da. 99. Jetzt gehe ich her und nehme mir die zwei. Aha, das muss im Inventar sein. Den Stapel erkennt er nicht. Ja, irgendwo was abbauen. Das geht eh da drinnen schon. Das heißt, man kann damit auch zerlegen. Also wegen der Reparatur. Ja, siehst du, ich bringe schnell die Batzen rauf. Aber wie zerlege ich denn da? Ich verstehe das jetzt nicht. Ich guck noch mal nach. Irgendwie geht das jetzt nicht. Das wird wieder verhindert. Ah, jetzt. Forever Skies. Na, Blödsinn. Ich glaube, ich muss in der Übersetzung nachschauen. Reparaturwerfer und Reparaturschaum hinzugefügt. Ja, der Reparaturwerfer. Reparaturwerfer. Okay, nein, jetzt verstehe ich ja. Beschädigte Kisten mit Gegen. Genau, es sind neue Kisten in die Welt gekommen. Ne? Die was aber zuerst repariert werden müssen. Damit man sie öffnen kann. Ne? Und ja, eine Korrektur beim Haustier wurde mitgegeben. Man braucht jetzt nämlich nicht mehr ganz zurücklaufen, sondern nur durch den Tunnel. Bevor der erste Angriff, sage ich mal, war mit der Schutzkuppel. Und ja, da dürfte es manchen passiert sein, dass sie das Haustier vergessen oder übersehen haben. Ne? Und da kann man jetzt, braucht man jetzt nur mehr durch den Tunnel laufen und dann sieht man es.
Endlich für den bescheidenen Reparaturpatch in Forever Skies. Spieler können den Bauplan für den Repair Crower in einem neuen Raum im Underdust-Biom finden. Zusammen mit seiner verbrauchten Munition. Aha, okay, in Reparaturform. Eine fortschrittliche, methodischere und zufriedenstellendere Methode zur Behebung von Schäden an ihren Luftschiffbasis als der Repair-Patch. Ja, das verstehe ich schon. Dieses neue Werkzeug verfügt sogar über ein praktisches Radargerät an der Rückseite, das sie zu den beschädigten Teilen. Aha, okay. Das heißt, ich muss mir jetzt natürlich, das ist eine Reparatur, mehr nicht. Und es zeigt dir, wenn du am Schiff bist, wo die beschädigten Stellen sich befinden. So, wir brauchen jetzt natürlich wieder das Portable Abbautool. Und das muss ich jetzt suchen. Armbrust, na. Extraktor, da ist er, oder? Okay. Ein Transformator brauchen wir dafür. Monsieur steht, der braucht auch den Extraktor. Das verstehe ich ja nicht. Aber gut, der ist nicht teuer. Und zwar Polymer. Was brauche ich? Ah, genau. Einen Transformator und zwei Polymer. Okay, schade, weil ich verstehe den Zusammenhang nicht so ganz mit dem Tool und diesem Loader dann, ne? Weil dieses Tool wird ja verwendet, das tut aber Sachen zerstören bzw. einsammeln. Ne? Aber es geht nicht so weit, das macht ja nichts, dafür haben wir ja das Große, das wollten wir uns eigentlich, wo steht denn das? Da steht sie, ja. Lassen wir es da stehen. Das kann man ja verwenden und dann kann man die, was etwas weiter weg sind, eventuell auch erwischen. Also, wenn man schnell was braucht. Da sind die Fliegenfänger drinnen, her damit. Ist noch vorhanden. Runter damit. Na du? Was passiert, wenn ich dich nehme? Platz wird leer. Was ist, wenn ich einen Salat reinhau? Das geht gar nicht. Okay, jetzt haben wir die Teile wieder. Wir wollten noch mal runtergehen. Das wirkt zwar fast nicht mehr, aber das ist uns jetzt egal. Ja, und ein wenig was an der Performance haben sie geändert oder verbessert. Ich merke halt nichts, es ist bei mir immer gut gelaufen. Aber ich habe gesehen, dass es in den Videos ab und zu ruckelt. Oder so stottert. Also das liegt, ich habe jetzt der Streaming-Software, ich habe jetzt wieder OBS und ich bleibe bei OBS. Ich habe vorhin Streamlabs probiert gehabt und ja, das bietet super Features. Absolut. Kann man sich nicht beklagen, ja? Aber das, was mich stört, das ist die erste Software, die mir abgestürzt ist, und zwar bei meinem Stream.
Ich merkte nicht mal was, weil es ohne Kommentar abstürzte. Der Task wurde einfach beendet, ohne irgendeiner Fehlermeldung oder sonstigem. Bei OBS, glaube ich, ist mir das noch nicht passiert. Also ich könnte mich nicht daran erinnern. So, mal auf. Na, nicht umbenennen. Das ist ein bisschen... das ist jetzt ein wenig blöd. So, dann... Ehrlich jetzt, bitte. Also, dass man da vielleicht auf den Schildern ein Delay setzt von 3 Sekunden oder 5 Sekunden, wenn du es umbenennen möchtest. Ansonsten soll es bei einer normaler kurzer Eingabe nicht reagieren. Okay, man könnte es woanders hin platzieren, aber wo denn? Ja, aber man könnte es wirklich woanders platzieren. Ich meine, das wäre schon möglich. Ich bin ja auch für Vorschläge offen. Ne? Aber ich finde das halt so jetzt super eigentlich. Und es liegt ja nur... Der Fokus ist mir ja wurscht. Also das war jetzt die Wirkung von dem Tonicum. Ist beendet. Okay, Schock. Ja, sehr gut. Glas haben wir noch eingesteckt. Also 62, die 100, die kann ich da lassen. Haben wir das jetzt da dazu. Das kann auch weg. Nein, irgendwas war ja noch, oder? Na, da ist Epoxy drinnen, Kupferglas. Eile. Na, genau, Plastik können wir eher mitnehmen von unten. Ich würde sagen, gehen wir nochmal runter. Gehen wir nochmal runter, nehmen ein bisschen mit. Wir haben ja die große Flasche und wir haben allerhand Wasser mit, aber nichts zu essen. Und nehmen wir uns, Moment einmal, wir müssen uns ja die Viren auch machen können. Genau, den Ventego-Virus, den kann ich mit der Grasgrille zubereiten, also im, ja, oder mit, genau, Staubgänseblümchen. Laufen die ab oder haben wir da welche? Siehst du? Energiekristalle. Weil für den nächsten Andertas brauchen wir das sowieso wieder und für den übernächsten auch. Machst du die Geräusche? Na? Ah, das, du bist es. Das Essen meldet sich zu Wort. Das Wort zum Sonntag. Achso, wir haben heute den Sonntag. Heute ist Dienstag. Jei. Und da brauchen wir, das haben wir auch. Wir Fieber. Irgendwas macht das Fieber. Egal, wir machen's. Wir haben ja Zeit, oder? Oder haben wir doch noch was vor?
Printing completed. Na, das nicht, aber das gerne. Machen wir so ein Fieber, bitte. Da nicht, kann man unter Brief App rein da, ja. Haben wir sonst noch irgendwas? So den nochmal und ein Fieber noch. Da sind nur Flicken herinnen. Machen wir die Flicken voll. Müssen wir halt hergehen und zuerst die benutzen. Ich würde sagen, dann lassen wir die. Printing completed. Hola. Da können wir uns dann die Viren, also die Virenstellmesser geht's einmal Hammer. Siehst du? Können wir ja gleich machen, oder? Dann ist das erledigt. Sauerstoffbooster, nicht übel, ne? Habe ich vergessen, so runterlassen. Es gibt ja einen Kühlschrank auch, aber ich habe das alles noch nicht. Mir fehlt noch so viel. Printing complete, okay. Das verstehe ich nicht ganz. Genau, OBS habe ich mehr Protestpriorität gegeben. Und zwar, ich habe es auf die höchste gestellt. Ne? Computer macht das locker. Dann sollte auch das Rendern funktionieren. Ich sehe nur in dem Spiel, sonst glaube ich eh nicht. Zumindest war es. Ich habe es erst immer dann in den Videos bemerkt, ne? Weil so im Spiel merke ich gar nichts. Also das läuft butterweich. Printing completed. Jetzt dieses Medizin, egal, rein damit. Wir können uns ja ein Pärchen mitnehmen. Daran soll es ja nicht scheitern, machen wir es so. Wir sind niedriger, würde ich mal sagen. Also es sollte eigentlich, ich sag mal, uns nichts machen. Natürlich kann es sein, dass der Blitz einschlägt, mit meinem Glück sowieso. Aber egal, dann können wir die Reparaturkanone testen. Und vorne noch wenigstens um einen Würfel nach vor.
wenn nicht sogar um 2, aber ich glaube um 1, das reicht. Dann ist das hier ungefähr da. Hey, tatsächlich, schau her, ich will einen Schaden. Oder? Will mich doch schälen, oder? Bitte, wo soll denn das? Ich versteh's nicht. Oder B ist gar kein Schaden. Also ich schätze mal, da ist gar kein Schaden. Da liegt kein Schaden an. Doch, schaut sich das an. Ah nein, benötigt keine Reparatur. Schau, da ist was kaputt. Tatsächlich. Okay, das zeigt es mir heute in Prozent sogar an. Ja, das ist super. Es ist schön. Ja, es ist schön gemacht. Ja, es ist Quality of Life. Wenn man es weiß, super. Und natürlich durch den Schnellschuss, ne? Kann ich schnell alles reparieren, ne? Hört sich an, als würde ich Schnitzel zubereiten. So. Nachladen. Was wollt ihr denn überhaupt? Runtergehen, gell, nur mal. Gehen wir nochmal runter, bevor wir weiterreisen. Es geht ja unten noch weiter und ja, ich muss eh nochmal den Booster zu mir nehmen. Shit, was hab ich denn jetzt da? Ich glaube, jetzt muss ich hergehen und mir sowas kochen, essen, oder? Irgendwie so. Aber das muss ich erst jetzt unten finden. Geht doch jetzt nirgends. Warte mal. Wo sind denn die? Die müssten ja eh da in der Nähe auch sein.
Genau, doch nicht. Da oben ist das Labor da, sind Sie? Genau. Können wir uns ja später durchlesen. Nur gucken, ob da was hinzugefügt worden ist. Die Hälfte verbraucht, okay. Nein. Mit Geduld schaffen wir das, ich hoffe. Nein, wir sind schon da. Und da haben wir ja beim letzten Mal uns die Luft gegeben. Hä? Ach so, falsches Gerät. Es gibt ja neue Truhen, die man reparieren muss, um sie öffnen zu können. Aber da ist leider nichts. Okay, wir gehen zurück, aber noch nicht hoch. Also den Underdust verlassen wir noch nicht. Luft. Das haben wir auch schon. Ja. Okay, wir sind hier unten. Wir gehen nochmal atmen. Warte mal, kurz überlegen. Ich muss da schon überlegen, wo ich da jetzt hinlaufe. Denn es gibt ja eine. Genau, die Tür da. Ah, ich glaube, da verwechselt die was. Die Treppe, kennen wir die schon? Ja, natürlich. Ja, genau, da kommt man da einer. Aber na, schaut, das sind ja schöne Sachen. Auch zum Mitnehmen. Alles zum Mitnehmen. Aber wo komme ich? Wo ist. Ist das der Hof? Na. Der Hof ist es. Also zurück. Genau. Siehst du, und damit man da vorbeikommt, müssen wir uns das, oder jetzt ziehen wir uns das auch gleich rein. Da findet man die Kiste, die Truhe, die große. Aber leider mehr auch nicht. Die haben gesagt, die haben das, aber es gibt ja so viele Underdust, ne? Da muss man echt alle Underdust durchkämmen. Aber gut, das machen wir ja natürlich. Wir suchen jeden Underdust.
Er sagt, ich bin bei der Hälfte. Vergiss mich nicht, ich ersticke. Na dann, Prostmahlzeit. Wirst schon nicht ersticken. Oder doch? Alles mitnehmen, bitte. Na gut, hoch. Wir fliegen woanders hin. Aber inzwischen kann ich mal gucken, wie lange der Stream läuft. Er läuft, da sehe ich es wenigstens, 41 Minuten. Also das ist schon klasse. Warum sehe ich das beim anderen gar nicht? Beim Streamlabs OBS, ne? Im normalen OBS sehe ich alles. Und die Oberlist kann ich trotzdem einbinden. Also OBS, die Standard-OBS-Software finde ich am besten. Also jetzt sicher wollen andere bessere Features bieten. Aber ich bin mir sicher, dass ich das mit Plugins auch hinkriege. So. Aber gut, so viele Features habe ich bis heute nicht gebraucht und ich denke, dass es in der Zukunft, ich weiß es nicht, ob ich es da benötige. So, und ich dachte jetzt, dass, genau, kochen und das sollte mich heilen. Das ist so meine Idee. Und dieser wird da drin gehabt, genau. Alle Essen ist auch. Ah, das ist nicht unser Essen, das ist unsere Medizin. Hat uns nichts gebracht. Okay, dann muss ich was anderes machen. Also da habe ich ja nur die Stämme. Aber den Virus habe ich ja schon mal gehabt. Ich hatte ihn ja schon geheilt. Ich muss nur kurz überlegen, wie ich das gemacht habe. Ah, da kriegen wir ja die schönen Möbel raus. Und da bekommen wir auch schöne Sachen. Aber das haben wir schon alles. Bis auf die Filterflasche, die haben wir noch nicht. Jesse, habe ich gehabt. Der schläft den ganzen Tag. Ja, sei es wie es sei, gehen wir mal schlafen, damit es Tag wird. Warum ist das eine voll und das andere nicht? Ist der Akku leer? Na. No.
Okay, dann flog einfach nicht mehr vorbei, will ich sagen. Na, mit der Shift-Taste. So, wo wollen wir denn hin? Lass los, ich sag's Mama. Dora. Warum habe ich, also weil das unten ist, okay. Siehst du, der ist jetzt rot. Rot, rot. Grün, 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 rot, rot. Also dahin, wo es grün ist, würde ich sagen, ne? Mit Eragon. Also die Beleuchtungen, die finde ich sehr mau, sage ich mal dazu. Ja, es ist sehr freundlich ausgedrückt. Die sind ja vielleicht ein Scheißdreck. Bringt so gut wie kein Licht. Also es bringt kein warmes Licht, kein, dass man sagt, ja, da ist Licht angeschalten. Das sieht alles, es leuchtet, die Lichter strahlen nicht. Sie strahlen nicht, genau. Moment, genau, muss ich doch nicht sogar so ein Tier essen? Roh, damit der. Ist das nicht eh der Staubsalat? Na. Gekochtes Essen ist besser, ich weiß es. Na, der Salat war es nicht, ich glaube die Motte, die rote. Die rote Motte. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber irgendwas musste man essen, dann war der Virus weg. Mist, was ist denn das wieder für Hütte? Das ist ja die Gashütte. Nee, nee, dann ist das die nächste. Ist aber dann hinterm Berg. Na? Ah, das ist das. Okay, verstehe schon. Das ist. Ja, kurz.
Lass mir ihm das Glas holen. Die Batterie. Und da finden wir den Koriander, oder wie der heißt. Habe ich den jetzt konsumiert? Na. Okay, jetzt habe ich den. Na, den muss ich kochen, der ist nicht. Aber da finde ich mir, oder sollte ich mir ein Gegenmittel finden? Ja, da ist nichts drinnen. Da ist einer. Das weiß ich nicht. Muss ich den essen oder kochen? Hatte den nicht im Target. Ah, da muss ich ihn kochen. Mist. Irgendwo haben wir sicher nur so gefrast. Nur da nicht, hä? Ich nehme da einmal was mit, ich bin mir jetzt nicht sicher. Im Haus da das Essen. Na, passt schon. Das. Okay, ich bin voll. War das jetzt Glück oder wie? Ah, praktisch. Fängt das jetzt zu gießen an. So, den Virus habe ich eh schon. Ich kann einen Test machen. Ich das weiß auch nicht. Kochen wir sowas. Dann sehen wir es. Dann sehen wir es ja eh. Oder war es sowas? Ja! Irgendeine von den zwei war es jetzt.
Ich weiß nicht, ob sich die halten. Ich glaube nicht. Und den Kühlschrank, den haben wir noch nicht. Was ist jetzt passiert? Und das Prefabs an, dann kehrt das auch da rein. Das kann ich da bleiben. Lassen wir das da, da kommen dann auch die Flicken rein. Und diese Teile gehören dann natürlich da rein. Na, wie man ja sieht, kann man alles kochen. Was ist denn das? Ah, das ist die Farbe, gell? Rosa. Na, unbedingt. Na, habe ich ja Glück, dass ich nichts eingesteckt habe. Hey. Okay, passt. Jetzt haben wir ein schönes Licht im Spiel. Jetzt ist das Licht echt nicht schlecht. Die Sonne scheint, schaut, sieht sehr gut aus. Ja, sieht ja aus wie bei unserem Himmel, genauso milchig. Sollte man sich mal Gedanken machen, meine lieben Freunde. So, der hat keine Batterie. Mit der Control-Taste, also mit der STRG-Taste, lassen sich die Teile, also der Stapel lässt sich dann teilen. Ach so, was habe ich denn da? Ah, das sind die Farben, gell? Ja, die Kartuschen. Die einzelnen Kartuschen. Tusch, tusch. So. Und ich verabschiede mich jetzt, weil sonst wird es wieder zu lange. Mal schauen da unten, das holen wir uns beim nächsten Mal. Ja? Sogar einen recht herzlichen Dank fürs Zusehen, dass ich es rausbringe. Bei Gefallen bitte liken und abonnieren nicht vergessen. Und ein Kommentar hinterlassen. Würde mich sehr freuen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.